Dann herzlich willkommen zur Pressekonferenz im Vorlauf zum Heimspiel gegen das Offenbacher morgen Samstag. Zunächst wieder die Informationen zum Verletztenstand. Morgen nicht dabei sind Rasim Rudic, Steven Zellner und Mergin Fesulamu. Van der Perle, da ist nach seiner roten Karte ebenfalls nicht dabei. Zwei Spiele gesperrt, sozusagen morgen und auch beim Spiel gegen Elversberg nicht mit am Ball. Cedric Reuschen ist im Mannschaftstraining zurückgekehrt, ist morgen aber noch keine Option. Ansonsten erwarten uns morgen 3.200 bis 3.500 Zuschauer am Fanstand im Stadion. Gibt es auch Kartenverkauf für das Spiel gegen Elversberg. Da sind nur noch Stehplatzkarten in den Blöcken A1, A2 erhältlich. Wer sich da eindecken möchte, kann das morgen im Stadion tun. Ansonsten würde ich euch dann wieder bitten, die Fragen an Cheftrainer Dirk Klottner zu stellen, beziehungsweise zu meiner Rechten an unseren Kapitän Manuel Zeitz, der gestern seinen Vertrag bis zum Ende der Spielzeit 2021-22 verlängert hat. Dann bitte voran. Dann würde ich loslegen, wenn ich darf. Dirk, wie schwer liegt der Ausfall von Fahner jetzt? Ja, das werden wir morgen sehen. Fakt ist, dass es natürlich ein extrem wichtiger Spieler für uns ist, aber eins ist auch klar, wir haben auch schon Spiele ohne Fahner gewonnen, also dementsprechend werden wir auch morgen da wieder, glaube ich, die richtigen Antworten finden. Kians wahrscheinlich für ihn, ist das so eine Option? Ja. Kann man dann sagen, dass das eher so ein bisschen eine offensivere Variante dann ist? Weil er ist ja, sagen wir mal, eher der offensivere Typ? Oder ist das nö, würde ich jetzt nicht sagen. Also er weiß, er kennt seine Aufgaben, die er dann hat in dem Manu auf der Doppel-6. Na, natürlich ist er der Spieler, der auch die Verbindung zu den offensiven Spielern herstellen soll. Also er der offensivere Nummer als Manu jetzt, aber das macht Van Aert in der Regel ja auch. Immer wieder dort auch mit Anschluss zu finden. Dementsprechend finde ich schon, dass sie schon ähnlich sind von der Herangehensweise. Offenbach als Mitkandidat auf den Titel gestartet, haben aber ganz offensichtlich schon ein paar Probleme. Wie kann man die knacken? Ja, eins ist klar, natürlich mit 22 Punkten, glaube ich, ist Offenbach schon deutlich hinter ihren eigenen Erwartungen hinterher. Und dementsprechend wollen sie natürlich trotzdem jetzt gerade mit dem neuen Trainer auch in den letzten Wochen versuchen, da zumindest annähernd den Anschluss wieder herzustellen. Ist ihnen in den ersten Spielen gelungen unter dem neuen Trainer, haben jetzt mal eine Niederlage erlitten zu Hause gegen Mainz, aber klar ist auch, dass es nach wie vor eine ordentliche Mannschaft ist, die sich allerdings im Moment so ein bisschen schwer tut, auch sich Torschancen herauszuspielen. Sie hatten gerade am Anfang der Saison einige Spiele für sich entscheiden können aufgrund von Standardsituationen, das ist so ein bisschen verloren gegangen. Aber nach wie vor eine gefährliche Mannschaft, die ihre Qualität hat, keine Frage, lebt viel von ihrer Aggressivität, Emotionalität, gerade in Heimspielen. Und da gilt es für uns natürlich erstmal wieder auch diese Dinge anzunehmen, aber darüber hinaus natürlich auch wieder ans Fußballspielen zu kommen und unsere Stärken ans Rollen zu bringen. Um eine Frage kommt es natürlich nicht drum herum. Ist das Köln-Spiel schon irgendwie spürbar in den Köpfen der Spieler? Ist es in irgendeiner Form eine Befürchtung, die du hast? Also Befürchtung habe ich schon mal gar keine. Habe jetzt auch noch nicht wirklich was mitbekommen, dass die Jungs schon das eine oder andere über Köln reden. Fakt ist natürlich eins, dass das mediale Interesse schon seit längerem natürlich, was meine Person angeht, da ist. Aber ich glaube, dass wir das bislang von der Mannschaft fernhalten konnten, außer vielleicht ein, zwei Interviews mal, die die Jungs geben mussten zu dem Spiel. Aber ansonsten, ja, es ist für uns eigentlich so, wir wollen uns auf diesen Dienstag auch freuen. Ja, und freuen kannst du dich letztendlich nur, wenn du es schaffst, auch morgen dieses Spiel erfolgreich zu bestehen. Ja, dann kannst du mit einer gewissen Vorfreude da reingehen, ansonsten bist du mit deinen Gedanken nämlich schon wieder beim Elversberg-Spiel. Und dementsprechend bin ich davon überzeugt, dass die Jungs auch morgen wieder die richtige Einstellung finden werden, die richtigen Dinge, die richtigen Tugenden einbringen werden, um dann letztendlich als Sieger vom Platz zu gehen. Dirk, nach Bading, also du hast gelobt die Moral, dieses Zurückkommen, der Kapitän hat in Bading so ein bisschen die Nachlässigkeit nach dem 3-0 angesprochen, hat sie ja auch gesagt, das ist eigentlich typisch für uns, dass wir uns da nochmal reinreißen. Hast du der Mannschaft das nochmal verdeutlicht, dass auch in dieser Liga gegen jeden es irgendwie klingen kann? Weil du hast ja in Bading eigentlich nur unnötig schwer gemacht. Also eins ist klar, dass wir natürlich nachher froh waren, dass wir dieses Spiel gerade mit 10 Mann, wo wir doch sehr lange mit 10 Mann spielen mussten, noch ziehen konnten. Dass wir da erstmal glücklich waren, aber natürlich haben wir diese Dinge auch angesprochen, dass man an einem 3-0 dann solche Spiele nicht mehr leichtsinnig durch. Ja, es sind natürlich dann auch individuelle Dinge, gerade was das 1-3 angeht, ne, wo der Brille ein bisschen ungestüm in den Zweikampf reingeht.
Das hat Baling halt wieder zurück ins Spiel gebracht. Dann ist es eine Standardsituation, wo vielleicht auch so die letzte Konsequenz dann auch gefehlt hat, das Ding sauber zu bereinigen. Da kann man dann schon ein Stück weit vielleicht auch von Unkonzentriertheiten, Nachlässigkeiten sprechen. Für mich ist aber viel entscheidender, dass die Jungs dann trotzdem in der Lage sind, auch wieder den Schalter umzustellen und dann auf einmal wieder auf 100% umzustellen. Und das haben sie in Balingen definitiv gemacht und das haben wir auch schon in einigen Spielen davor gezeigt, dass wir dazu in der Lage sind. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich bin eigentlich froh, dass wir im Moment diese Spiele gar nicht so klar und deutlich gewinnen. Ich glaube, dass das mit ein Grund ist, warum wir so auf Spannung bleiben. Ja, wenn ich unsere Verfolger sehe, da waren einige Spiele bei den Mannschaften schon dabei, die klar 4-0, 5-0, 6-1, 7-1 ausgegangen sind, die aber darüber hinaus trotzdem so ein bisschen die Konstanz nicht haben, die wir im Moment haben. Und ich glaube, dass das vielleicht sogar mit ein Faktor ist, warum wir so auf Spannung bleiben und so konzentriert bleiben und so gierig bleiben, weil wir ganz genau wissen, wie viel Kampf dahinter steckt, wie viel Arbeit dahinter steckt, Spiele zu gewinnen. Wenn wir jetzt über Offenbach sprechen, fällt einem zwangsläufig der Name Markus Mendler ein, der vor 2 Jahren ein ganz wichtiges Tor gemacht hat. Er ist im Moment relativ weit weg, hat zumindest den Eindruck. Wie ist denn seine Situation? Also weit weg ist er definitiv nicht, aber er ist natürlich definitiv erstmal jetzt raus, weil wir halt 3 Spieler dort vorne haben, mit Isaac, die vorne drin, mit Sebi auf der 10, die es halt im Moment sehr gut machen. Und ich glaube, Markus war ja schon öfter mal in der Situation in den vergangenen Jahren, dass er immer wieder seinen Leistungsschwankungen unterliegt, dann auch mal auf der Bank war, teilweise sogar mal auf der Tribüne gesessen hat, anfangs einer Saison. Aber er ist ein Spieler, der immer wieder reingekämpft hat. Und ich bin da fest von überzeugt, dass er auch dieses Mal wieder mittelfristig seinen Platz in der Mannschaft finden wird, weil es einfach ein Spieler ist, der nie aufgibt, der immer wieder an sich arbeitet, der selber reflektiert und Dinge auch gut einordnet. Und dementsprechend glaube ich, dass er bald auch wieder eine ganz wichtige Rolle für uns einnehmen wird. Und hoffentlich dann auch, wenn er eingewechselt wird. Also er ist nach wie vor ein wichtiger Spieler für uns. Wie weit ist Zelle? Zelle war jetzt gestern, hat schon Läufe gemacht. Ne, es ist ein kleiner, feiner Faserriss, aber genau das ist immer so das Gefährliche bei diesen Dingen, wenn es so klein und fein ist. Dann neigt man dazu, auch schneller wieder ins Mannschaftstraining reinzuwollen. Dann hast du aber wieder die Gefahr, dass doch wieder was aufbrechen könnte. Dementsprechend ist das schon schwierig, aber wir arbeiten daran, eben natürlich so schnell wie möglich wieder ins Mannschaftstraining reinzubekommen, sprich dann auch wieder ans Spielen. Aber genaueres kann ich dazu auch noch nicht sagen, wann dieser Zeitpunkt da sein wird. Aber für Elversberg könnte er ja eine Option sein. Er könnte eine Option sein, wenn die Dinge so positiv weiterlaufen, wie sie im Moment laufen. Manuel, ist wurscht, wahrscheinlich dieselbe Frage. Manuel, 2021 ist jetzt kein Rentenvertrag, aber dann doch ein Zeichen, dass du vielleicht so ein bisschen gesetzt hast. Steckt das auch dahinter, jetzt gerade vor diesen Spielen das Ding zu überschreiben? Der Zeitpunkt war dann eher zufällig, denke ich. Also einen Rentenvertrag gab es nicht. Das ist hier Markus Schuld. So schon 2 Jahre länger und gut ist. Ja, das hätte ich wahrscheinlich schon. Aber trotzdem, also ich würde die Frage trotzdem nur vielleicht ein bisschen konkretisieren, aber auch in die Richtung gehen, ist es nicht ein Zeichen so im Kampf um den Aufstieg auch, wenn man dann sagt als Kapitän, komm, ich hänge hier auf jeden Fall 2 Jahre dran? Ja, natürlich. Also ich will hier bleiben, ich will hier auch aufsteigen und ja. Aber da ändert jetzt die Unterschrift trotzdem nicht großartig was dran. Also das hätte ich auch ohne die Unterschrift gewollt, hier bleiben und aufsteigen. Und ja, jetzt ist es halt so gekommen. Wie siehst du die Situation der Zeit mit den Kollegen Zellner, Berdedei, dann auch Mettler? Wird da viel zu viel über Personen gesprochen und viel zu wenig über die Mannschaft, die sich ja dann letzte Woche so am eigenen Schopf noch aus dem Dreck rausgezogen hat? Ich finde, dass bisher die Mannschaft halt gezeigt hat, dass wir ziemlich viel kompensieren können. Und egal wer spielt, dass wir ziemlich viel auffangen können. Und ja, trotzdem sind wir natürlich froh, wenn jeder Spieler fit, gesund ist und dazu beiträgt, auf dem Platz zu stehen und Spiele zu gewinnen. Und, ja, wir sind froh, wenn alle an Bord sind. Du warst ja bisher bei Standards immer schon relativ torgefährlich, jetzt geht es auch aus dem Spiel raus. Dieser relativ platzierte Schuss, also
ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber die Reaktion des Trainers, die war beeindruckend, als dieser Ball da unten eingeschlagen ist. Sie jetzt auf die alten Tage im Tor gefallen, denkt. Ich habe die Reaktion noch nicht gesehen. Also ich habe ihn auf jeden Fall im Nachgang gefragt, wie viel er dem Torwart gegeben hat, damit er sich alle reinlässt. Ja, für deren Schüsse war ich jetzt wahrscheinlich nicht wirklich bekannt. Der Ball war vielleicht auch nicht ganz unhaltbar. Ja, ich habe aber einen gesehen, Cottbus gegen Stuttgarter Kickers, war ja, sehr ähnlich. Ja, das war fast selber, aber der war dann vielleicht wirklich unhaltbar. Aber ganz ehrlich, er hat doch gedacht, wir gehen den Ball, ne? Ja, ich gehe davon aus, ich weiß nicht, was er gedacht hat, aber ich denke mal, dass er gedacht hat, er geht vorbei. Aber nochmal ernsthaft, Manuel, der Trainer versucht ja das Köln-Spiel und die Spiele hinten dran den Weg zu halten, aber wenn man sich jetzt die zwei Wochen anschaut, da kann, ich sag mal, die Situation ist so, selbst wenn es da eine Delle gibt in der Leistung, passiert nicht viel, aber wenn ihr so weiter punktet, kann in diesen 14 Tagen schon ganz viel entschieden werden. Ist das auch so ein Gedanke, dass man da die Konkurrenz mal so richtig auf Abstand halten kann? Die nächste Woche sind schon eine riesen Chance für uns, das kann man schon so sehen. Aber jetzt ist erstmal das Offenbach-Spiel. Was ich von der Mannschaft sagen kann, ist, dass das Köln-Spiel wirklich noch kein Thema in der Kabine hat. Und ja, es zählt jetzt am Wochenende Offenbach. Und dass das Chancen sind, in jedem einzelnen Spiel dann noch ein Stück weiter wegzuziehen, das wissen wir auch. Und so wollen wir die Spiele dann auch angehen. Weitere Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann vielen lieben Dank und wir sehen uns morgen.